Moin, moin und diese Kleider willkommen sind so zurück. Bequem. Ja. Hey, komm her, du Schlafmütze. Bei Plague Tale Requiem. Ach komm schon, das ist die Sonne. Sieh doch, es lohnt sich. Wow, das ist... Wie ein Traum? Ja, genau, wie in meinem Traum. Wie wär's? Essen wir was und ziehen dann los? Auf geht's! Woohoo! Es ist wunderschön. Können wir was spielen? Hey, wir wollen herausfinden, warum du von dem Ort träumst, oder? Ja, lass uns gehen. Nein! Oh Gott, ich dachte schon. Erkunde die Insel. Na klar! Tolles Wetter, um die Gegend zu erkunden. Ja! Inselentdecker! Finden wir erst den Ausgang. Nee. Erstmal finden wir Loot. Und dann den Ausgang. Da war eine Schaufel. Bei Raft hätte ich die Schaufel jetzt natürlich mitgenommen. Da kommen wir wahrscheinlich her. Oh, schade. Ich glaube, hier ist kein Loot. Oh. Sieh dir das an. Die ist Drachen. So groß. Denn für einen Drachen an der Küste und die Windmühlen. Oh! Es ist eine sehr schöne Insel auf jeden Fall, das ich zähle ist klar. Auf dich, verstanden? Halt die Augen offen. Ja, mit der Sperrangel weit offen. Sperrangel weit offen. Oh, das ist merkwürdig. Ja, ein wenig schon. Moin. Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. So groß. Ich würde mich verlaufen. Könnte mich dran gewöhnen. Wärst du dann eine Gräfin? Oh nein. Zu viel Verantwortung. Wusstest du, dass die Gräfin sie erst im letzten Moment pflücken ließ? Damit sie so frisch wie ein kleines Kind sind. Ja, ich schicke die neue Bedienstete. Ihre zarten Hände machen sie nicht kaputt. Geht dir auch? Nee. Und du? Bist du wie so ein Pöbelheini? Dieser Ort ist nur für Hauspersonal. Tut mir leid. Hauspersonal? Wie unsere Bediensteten zu Hause. Ist nicht unbedingt eine ganz freundliche Seele. Ich fühle mich nicht ganz so angepöbelt, aber es ist okay. Schön. Oh, Obstplantage, ne? Oh, schick. Guten Tag auch. Guten Tag, danke. Achso, ich dachte, das wird ein Gespräch. Wird ein heißer Tag heute. Das ist wohl wahr. Kaum vorzustellen, wie sich das mit Helm anfühlen muss. Tja, gestern im Hafen ging es ein bisschen rund, von daher... Stimmt, wohl wahr. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Schöne Pflanzen. Der Sohn ist zufrieden.
wirklich, wirklich schön. Ich kann mit dem Typen reden, also mache ich das gleich mal. Man sieht, dass der Graf reich ist. Woran? Zu viele Wasserbecken. Das stimmt wohl. Finde ich gut. Moin, dürfen wir gehen? Hallo, dürfen wir rausgehen? Sicher, genieß die hellen Tage. Danke. Gut geschlafen? Hallo Sophia, schön dich zu sehen. Woher wusstest du, wo ich euch finde? Das ist mein Leben, Schätzchen. Früh aufstehen, beobachten, lauschen und das Beste draus machen. Dass Anno hinter Gittern sitzt, weiß ich auch. Ja, dieser Mistkerl. Er verdient es. Er verriet uns und hat Hugo benutzt. Welchen Nutzen könnte so ein winziger Kerl denn in sich tragen? Oder bist du nützlicher, als du aussiehst, kleiner Mann? Ich meine es ernst, Sophia. Anno mag dein Freund sein, aber er hätte uns fast getötet. Also habt ihr gestern Abend seine Gefangennahme mit dem Grafen und seiner Frau gefeiert? Nein, die sind unwichtig für mich. Ich knie vor niemandem, Sophia. Keinem Grafen, keinem König, vor keinem. Nur Hugo ist mir wichtig. Alles klar. Ich habe einen Nerv getroffen. Ich habe dich nur geärgert. Ich weiß nun mal gern, wer meine Freunde wirklich sind. Was ich hier höre, gefällt mir. Kommt. Drehen wir eine Runde. Ja. Aber ich will mich voll mit, naja, umgucken natürlich. Ich habe mich heute Morgen etwas umgesehen. Wisst ihr schon, wohin ihr geht? Noch nicht, nein. Lasst euch Zeit. Das Wetter ist schön, die Leute feiern, selbst die Wachen sind freundlich. Nur deshalb sind wir noch nicht im Gefängnis. Wow, ich gehe einfach überall hingehen, oder? Wow. So viel Freiraum. Ja, du darfst doch rübergehen, ich nicht. Sophia cheatet. Warte, warte, was? Hab wohl geschielt. Sollten wir nicht unsere Sachen ausliefern? Wir haben noch Zeit. Das Festmahl ist erst abends. Die haben bestimmt noch nicht angefangen zu kochen. Ah, da komme ich hin. Okay. Also so viel Freiraum haben wir doch jetzt gar nicht. Wege sind doch relativ klar vorgegeben. Oh, ein Vogel. Ja, stimmt. Das ist er. Ist Fox, bist der du's? Aus deinem Traum? Fast. Irgendwie komisch. Er scheint auf etwas zu blicken. Oh, eine Schatzsuche. Jetzt schon? Also, mal sehen, was er sieht. Ein Traum und ein Vogel, was? Hugo hat oft von diesem Ort geträumt. Schon bevor wir überhaupt herkamen. Und jedes Mal kam ein Vogel vor. Na gut, warum nicht? Der guckt den anderen Vogel an, wenn ich das richtig sehe.
Aha. Zumindest schon mal Loot. Den wir nicht nutzen können. Oh, doch. Komm her. Wow. Oh, ich kenne wirklich querfeld rein. Oh, cool. Ein Fluss. Wir könnten wieder Seekrieg gegen die Engländer spielen. Hey, ich wäre dabei. Du hast ein Schiff. Du musst nicht spielen. Oh, du hast noch nie eine Seeschlacht gesehen, was? Aber Kämpfe. Auf einem Schlachtfeld. Ja. Bleib dafür lieber an Land. Glaub mir. Wieder die Vögel suchen, Amicia. Doch Teile da. Hallo. Hey, sehen wir uns das mal an. Hier ist ein Zeichen. Und? So verständigen sich Schmuggler. Jemand hat hier Geschäfte gemacht. Wofür steht das? Wenn etwas schief geht oder eine Crew sich aufteilt, hinterlassen sie diese Zeichen, damit einer von ihnen die versteckten Sachen holt. Ein Schatz? Eher Waren wie Wein oder Lebensmittel. Auch wertvoll. Interessant. Ich will auch was verstecken. Einen Stein vielleicht? Wollt hier hin. Haha. Angel ist ja mal geil. So? Okay, das war verrückt. Ich schätze mal, wir sollen oben den Vögeln folgen. Deswegen gehe ich jetzt hier gerade relativ entspannt unten rum. Was ist mit dem glotzenden Vogel? Ich weiß. Er ist unsere heißeste Spur. Folgen wir ihr. Ja. Später. Hier ist noch viel zu viel zu sehen. Hm, das ist ein Grab. Ein Hügelgrab. In meinem Traum war kein Grab. Dann suchen wir weiter. Alles voll. Schade aber auch. Das ist übrigens das Hügelgrab. Bienenleute. Schon gut. Die hier sind bestimmt nett. Klar sind sie das. Die machen Honig. Und ich liebe Honig. Ich auch. Wer nicht? Hallo Bienenleute. Da was? Dachte schon, wir was geglänzt, oder? Amicia, ich will zurück zu den Steinvögeln. Das hilft uns weiter. Ja, machen wir noch. Hugo, machen wir noch. Mal gucken, ob ich über die Brücke darf oder ob sich dann jetzt hier gleich was ändert. Der Berg ist ja so groß. Psst, willst du mir die Fische verscheuchen? Oh, Verzeihung. Also, ich hoffe, der Fisch entkommt. Du hast recht. Freiheit den Fischen!
Gott, ist das gerade cool, dass ich mich hier gerade wirklich so entspannt umgucken kann. Wirklich ungewohnt. Hallo. 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 Na, geht ihr zum Hafen? Oh nein, da waren wir gestern schon. Danke. Ich will noch den Rest anschauen. Okay. Hallo? Na? Heute kein Kampf. Alles friedlich. Hallo, Kinder. Oh, da ist eine Werkbank, Amicia. Ja, ihr könnt sie gern benutzen. Edle Weine, edle Werkzeuge. Nur bitte nicht gleichzeitig benutzen. Ich habe nicht genug Teile, um da jetzt was mit anzufangen, glaube ich. Weine, edle Werkzeuge. Nur bitte nicht gleichzeitig benutzen. Ach, da geht's jetzt zum Hafen. So, jetzt wurde über Essen redet. Ich glaube, ich könnte auch langsam was vertragen. Oh. Also, real life und nicht in-game, ne? So was wie Hunger gibt's, ey. Das wäre so ein Vogel. Oh, führen die jetzt doch hierher? Bist du müde, Hugo? Nein, alles gut. Wir sind viel gelaufen. Die Insel ist groß. Sie ist groß, aber wunderschön. Ich mag glaub sie. Tatsächlich, gut. Dass ich gerade dahin gehe, wo ich hin soll. War nicht leicht, aber ich bin froh, hier zu sein. Das ist spannend. Sehen wir nach. Da ist was, wo wir durchkommen. Aha. Okay. Das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen, dass wir hier gerade über die Vögel gestolpert sind. Das ist die Ruine. Das heißt, wir gucken uns nicht die Ruine an. Was geht hier vor sich? Sieht nett aus. In Erwartung erneut zu atmen. Vom Glauben gerufen. Gepriesen sei der Sohn auf seinem Blutbett ruhend. Das war komisch. Es ist ein Gebet über das Leben und Kinder. Ah, irgendwann wirst du es verstehen. Nichts ist tot. Alles schläft. Nichts ist fruchtlos. Alles wartet. Kein Kind ist geboren. Was ist das? Oh ja, Leute, die keine Kinder kriegen können, lassen sich hier segnen. Wie schön. Angeblich hat die Gräfin das hier ins Leben gerufen. Sie ist so nett. Sie und der Graf sehen so verliebt aus, das ist fast... Peinlich? Naja, überraschend. Wir brauchen hier mehr Zweige. Was sind das für Dinger am Himmel? Drachen. Noch nie gesehen? Nein. Naja, die sind wie kleine Segel. Sie fangen den Wind ein und steigen hoch. Kann man damit fliegen? Nein, nicht mal du. Ich will ein. Ich mach mal kurz ein Bildchen hier wieder. Theoretisch müsste auch unser Boot ja zu sehen sein, aber wir sind farblich recht auffällig und ich sag, ich seh's nicht. Amicia? Ja, Hugo. Leider hat der Kujampel ganz viele andere Dinge in seinem Kopf. Oh, warte, das Loot drin. Ich habe ihn gesehen. Ah, wahrscheinlich nur wieder Zutaten. Die Kisten sind tatsächlich meistens eine Enttäuschung. Außer, naja, man braucht wirklich gerade was. Kletter hoch. Alles klar. So, ich sehe erst zu kommen. Wir haben die ganze Folge heute uns nur umgeguckt. Aha. Aber ich find's echt cool. Hier geht's runter. Aha. Dass wir uns so umgucken können. Wie?
Wie können hier so viele Blumen wachsen? Vielleicht hat der Sohn der Glutasche tatsächlich Macht über diese Insel. Ich würde auch gern Blumen wachsen lassen. Ich würde gern Gold wachsen lassen. Gold riecht aber nicht gut. Gut, du hast gewonnen. Ja, danke. Hier jetzt mit den Windmühlen. Können wir reinschauen? Klar, warum nicht? Sag mal, warum faszinieren dich Windmühlen so? Sie sehen aus wie Riesen mit lustigen Schildschwertern. Junge, ich sehe nur olle Weizenmühlen. Ich weiß, Sophia. Ich weiß. Die ist zu. Aha! Wir machen jetzt Einbrechers. Mal gucken, ob das Ärger gibt. Los, kletter. Gut, gut. Aha. Okay, wir brechen hier gleich wirklich ein, oder? Gehen wir runter. Ja. Ab in die Windmühle. Diese Kurbel. Vielleicht startet sie die Windmühle. Teile. Oh, hat geklappt. Shh, lasst uns leise verschwinden. Klasse. Boah, ich wurde auch noch belohnt mit 5 Stücken, also richtig schön. Kann ich in alle einbrechen? Cool. Na? Ach. Mag eine Bremse sein, um die Mühle anzuhalten. Nochmal Teile. Komm, hoch mit dir. Aha. Da war eine gestartet, machen wir eine aus. Bring hier alles durcheinander. Da ist ein Schmugglerzeichen dran. Okay. Können wir die auch noch einbrechen? 2 Stück haben wir noch, ne? Oh, da bin ich mal neugierig, ob das jetzt klappt. Ah, ein Seil zum dran ziehen. Das gucke ich mir gleich an.
Okay, vielleicht ist mir das langsam doch zu viel Freiraum. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir jemals ankommen werden. Unten ist bestimmt wieder Loot, oder? Jemand tippt erstmal auf. Frech? Kein Loot. Doch. Danke. Komm. Die bremsen wir jetzt auch. Gibt bestimmt Ärger. Eine letzte noch. Nochmal 5 Teile. Vielleicht ist die auch einfach offen. Wäre doch mal eine Abwechslung. Tatsächlich! Weg hier, weg hier, weg hier. Da war irgendwas, wo ich runterlaufen wollte. Der Palast ist unglaublich. Also, wie ist er im Innern? Ganz viele Wasserbecken. Er ist beeindruckend. Aber deswegen sind wir nicht hier. Wir müssen den Vögeln folgen. Oh. Die Dinger kenne ich doch. In der Umgebung der Provence sieht man die öfter. Was ist das? Eine symbolische Passage? Die Frage ist, wohin oder zu was führt sie? Sieht magisch aus. Wie sind wir jetzt hier? Da, wo wir hin sollen? Ja, Leute, das geht ja mal gar nicht. Ich bin doch nicht hier, um voranzukommen. So war das nicht abgemacht. Ich würde gerne tatsächlich einmal oben anfangen, wo die Vögel waren. Komm ich da hin? Ah ja, hier ist eine Treppe, wie praktisch. Das ist ja alles ganz schön, aber eigentlich heillose Ketzerei, oder? Ja, man muss Graf sein, um sich dieses Risiko erlauben zu können. Die Insel ist so abgelegen. Das hilft vermutlich. Und Gold kann jedes Auge verschließen. Bist du fertig? So gut wie. Ich verpasse sonst die Zeremonie. Lang leben Graf Victor und Gräfin Emilie! Guten Tag. Hallo. Hallo. Jetzt gehen wir zurück, das ist gut. Gehst du zum Fruchtbarkeitstempel? Ja, mit meiner Frau. Vielleicht haben wir dieses Jahr endlich Glück. Ich hoffe es. Ihr habt euch den Segen des Sohns verdient. Hey da oben, Essen ist fertig! Danke! Nur noch ein paar Ziegel. Jetzt laufe ich schon wieder irgendwo hin, wo es komplett optional ist, oder? Hoffe ich doch. Siehst du? Wenn du sie zermalst, beduften sie Kleidung und Stoffe. So riecht man danach Blumen. Ja, du wirst ein kleiner, tanzender Lavendel. Ich persönlich kann den Geruch von Lavendel überhaupt nicht ab. Oh. Der ist ja schön. Muss extrem alt sein. Wie alt? Ein Olivenbaum? Wohl tausende von Jahren. Wirklich? Aber er ist so krumm. Ist er krank? Im Gegenteil. Er ist stark. Hat sich angepasst. Stimmt. Können wir wieder die Vögel suchen, Amicia? Er wurde vom Lauf der Zeit geformt. Er hat so viel miterlebt. Er hat sogar Narben. Er ist so schön. Dann sag's ihm. Er hört dich. Du bist so schön. Danke. Er findet dich bestimmt auch schön. Gehen wir? Ja. Oh! Schön, sogar eine Erinnerung, die wieder in unsere Liste kommt. Sehr schön. Aha! Loot, zeig dich. Ach.
Ich habe jetzt die Leiter nach unten gefunden und eine Passage, wo zu zweit Richtung Ruinen geht. Also einer von den beiden Wegen ist der, der weiterführt. Da müssen wir nochmal schauen, welchen wir dann nehmen. Frohe helle Tage für euch. Frohe helle Tage. Ebenfalls. Oh. Da ist einer von den Vögeln. Ach, hier sind wir wieder. Na? Also am Anfang, da ist der eine, der erste Vogel, ist der da. Der guckt diesen hier an. Der geht in diese Richtung. Jetzt? Schon den Himmel gesehen? Ja, könnte mir keine helleren Tage wünschen. Ich hoffe nur, es wird nicht noch heißer. Nein, das Wetter wird perfekt. Dem Sohn sei Dank. Ich glaube, es ist jetzt ein Weg runter. Da! Kann ich da hochklettern? Bestimmt. Habt ihr gutes Zeug versteckt, außer halt diesen Vogel, der mir die nächste Richtung ansagt? Blickt er da etwa auf ein Zelt? Ein jahrhundertealter Vogel interessiert sich für ein Zelt? Sollen wir es uns ansehen? Ja! Komm, hoch mit dir. Alles klar. Aha! Eine Werkbank. So ein paar Stücke haben wir jetzt schon wieder gefunden. Das ist ja ganz praktisch. Die Statue an. Tja, lasst euch nicht stören. Wo ist der nächste Vogel? Bestimmt hinter dem kleinen Hügel versteckt. Vorwärts! Die Jugend sucht jetzt schon Steine statt Gold. Auf den Sohn der Blutarche! Ach, schade. Nee, geht nicht. Ich wollte doch nur mal kurz gucken. Waren wir bei euch auf dem Grundstück? Auf den Sohn. Die sehen glücklich aus. Sind sie auch. Ich hoffe, die Zeremonie heute Nachmittag wird ein Erfolg. Ja, das Festmahl wird grandios werden. Dieser Sohn scheint nett zu sein. Muss er ja. So viel Trubel, wie um ihn gemacht wird. Oh, ich wäre ja so gern bei der Zeremonie dabei. Dieser Roben. Ist denen überhaupt klar, was auf dem Kontinent passiert? Muss ja eigentlich. Daher der Alkohol. Der guckt zu dem Vogel und der guckt dahin. Oder? Würde ich sagen. Das war die Treppe hoch. Noch einer! Mensch, ziemlich große Vogelsippe.
suchen wir den nächsten. Stellt euch vor, wir finden ein Nest. Nein, das muss etwas zu bedeuten haben. Wieder die Ruinen. Glaube ich auch. Die Vogeljagd geht weiter. Das, wo wir zu zweit durch müssen, wenn ich es richtig sehe. Da habe ich hinten die Leiter, die würde mich jetzt mehr interessieren, aber das erfahren wir wohl nicht mehr heute. Ich sage dann mal so, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.